Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Neverwinter mit der Lizzie. Hallo, ihr Lieben. Hallo. So, wir probieren nochmal, also ich probiere nochmal, die Dokumente des Kults zu kriegen. Ja. Hier, da. Ich bin hinten. Kommunikation des Kultes heißt es, okay. Mhm. Und sonst, wenn das jetzt immer noch nicht geht, dann google ich gleich mal nach genau der Quest. Wir schauen mal. Ja. Ich flutsch dir mal hinterher, weil ich das ja schon abgegeben habe, jetzt die Quest. Ja, genau. Wir hoffen jetzt, dass es dadurch für Lizzie nicht mehr droppt, dafür vielleicht für mich. Und sie ist mal in meine Karteninstanz. Ich habe mich vorgewagt, ja, in deine Karteninstanz. Genau. Es kann übrigens sein, dass ich zwischendurch mal an die Tür sprinten muss, weil ich noch auf was warte, auf ein Paket. Oha, was hast du schon wieder bestellt, Lizzie? Ach, ganz, ganz viel Druckerzubehör. Druckerzubehör? Einige wissen vielleicht, was ich meine. Ich weiß nicht. Nein, das ist ein Scherz. Ach so. Ah. Ja, genau. Jetzt nein, ist aber tatsächlich was anderes. Ja. So in dem blauen. Sind hier oben eigentlich auch noch diese blauen Kreise? Kann man die auch hier oben finden? Was ist denn mit den blauen Kreisen? Ja, da, die Gegner, die da drin stehen, die sollen das halt eher. Oh nein, Chartraxis. Chartraxis kommt gleich zurück. Ja, gleich. Dokumente des Kultes! Ja, oh Gott sei Dank! Und Geld. Wo ist es? Da. Okay, zwei habe ich. Dann schnell, bevor der blöde Drache wiederkommt. Nein, der ist nicht blöd, der ist cool, aber er ist so schwer. Welche rum? Blaue Kreise. Was ist denn mit ihm hier? Hier ist ein blauer Drachenflügel, Kult des Drachens. Warte mal. Assassinendrache? Wo bist du denn? Warte. Das waren die vorher so hart gewesen sind. Na, Dogmeat bleibt weg von denen. Die sind böse. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ruckelt ein bisschen. Ah, ich bin eingefroren. So. Ich wollte nicht mit dir handeln, Lizzie. Geh weg. Ich will auch nicht mit dir handeln. Na gut. geht ja auch gar nicht von. Nee, eben. Selbst wenn wir handeln wollten, wir können. Mensch, Knatzel Fritz. Fratz. Bitte nenne ihn beim richtigen Namen. Holger. Nein! Meine Schamanin heißt Wilki. Ach, schon wieder so eine unvergängliche Schatzlade. Die zwei hatte ich vorhin auch schon. Jetzt hatten wir zwar mehr. Das wäre gar wunderschön. Jetzt liegt hier Kohle rum. Kohle. Ah, du hast noch kein Dokument droppen sehen. Nö, jetzt liegt hier. Das ist schon mal gut. Ganz doch, hier liegt eins Dokument des Kultes. Oder warte, ich kann gleich mal gucken, kann man die. Das Plündern irgendwie ändern? Ich guck gleich mal. Tragbarer Altar, okay. Was ist man gerade? Beutemodus festlegen. Oh, Naturpaket. Warum kann ich das nicht ändern? Achso, kannst du mal bitte F2 drücken? Warte. F2, ja. Ja, und dann irgendwie Rechtsklick auf mein Porträt und zum Anführer auserkoren oder so. Da haben wir aber vorher nicht drüber geredet. Ich muss mal bitte was ändern. Na gut. Zum Gruppenanführer ernennen. Ja, genau. Okay. Dankeschön. Bitteschön. So, ich mach mal frei für jeden. Dogmeat, jetzt erhebt er sich schon. Der wird größenwahnsinnig. Also wenn du jetzt nochmal so ein Dokument droppen siehst, bitte nicht looten. Ja. Weil ich glaube, ich habe jetzt eingestellt, dass jeder alles looten kann. Ah, okay. Das geht mir, das stelle ich auch nachher wieder um, keine Sorge. Ja. So, jetzt liegt hier ganz viel Kohle rum. Die Kohle ja, kann Kohle ich ja, aber keinen Dingsbums. Nee. Okay, ich guck mal, da sind die großen. Oh nein, falsche Taste schon. Ja,
Kultes. Dokumente des Kultes. Yay. Hier liegt noch eins. Ja. Ja, Gott sei Dank. Das ist eine Kohle. Okay, okay, noch ein. Ja. Oh mein Gott, ich werde es vielleicht wirklich schaffen können. Donnerwetter. Falls ihr Tippgeräusche hört, meine holde Dame betreibt gerade Marktforschung. Nein, du darfst gerne weiter. Ich sage dir nur. Ich will nur Kampfgeräusche. Okay, das ist gut. Ah, jetzt hat's getippt gerade. Ja, genau. Denn gerade hat sie nur dein Tippen gehört. Nein, tipp weiter. Hau rein. Hau in die Tasten. Hau in die Tasten, genau. Nichts persönlich. Nein, bei uns auch nichts persönliches. Stirb einfach. So, was ist das? Das ist ein Heiltrank, okay. Und das ist Geld. Ich brauche nur noch eins, das sollte ja zu schaffen. Und das ist ein. Boah! Geht's noch hier oder was? Mama, geht's noch? Hey, Level up. Ach, der steht direkt vor mir. Ich bewege mich auch extra nicht, damit ich nicht versehentlich irgendwas einsammle. Nee, nee, die Dinger musst du ja mit F einsammeln. Also drüber laufen geht ja nur mit Geld. Ah ja, stimmt. Von daher brauchst du dir da keine Sorgen. Na gut. Oh nein, Chatrax ist da. Chatrax ist wieder da. Dokumente des Kultes! Oh mein Gott, ich hab's fertig. Ja, gut. Ja, okay, warte. So, dann stelle ich mal eben wieder das Looten auf Standard. Oh, der geht schon wieder so schnell down. Bedarf oder Gier? So. Hätten wir mal bloß ja, ja, da sind wieder ein. So, jetzt kann ich die Quest bei Frau Windel erstmal abgeben. Ja. Endlich! Wir können zusammen weitermachen, Lizzie. Juhu. Das ist nicht naja, bei zwei Quests, Folgequests, ist das schon ganz schön. Ja, eben, und danach kommen wahrscheinlich noch drei und dann vier und dann. Das wäre doof. Ja. Was macht der denn da mit seinem Pferd? Wieso du nie? Na. Ich hoffe nicht. Boah, das finde ich so schrecklich, ey. Die armen Tiere. Das ist es auch, ja. Liegt da ein Buch? Kann man das lesen? Nein. So, Windel hast du ja schon, hast du schon erzählen lassen, was ihr erzählt. Das Ergebnis, ja, das habe ich mir schon erzählen lassen. Jetzt kommt nur noch dann die Folgequest. Sag Bescheid, wenn du dann höre ich das von dir auch mal kurz an hier. Mhm. Ja. Aber mir hört man doch nichts. Ja, auch wieder mal. Okay, Quest abschließen. So, dann können wir jetzt Geschichten von den Toten. Ja, Geschichte ja, von Toten. Okay, 3, 2, 1. Dieser neue Kult scheint verzweifelt nach Informationen zu suchen. Sie suchen nach einem Barbaren namens Kruven Gantara. Sie versprechen sich auf diese Weise ein Portal auf irgendeiner Insel zu finden. Sie haben jedoch keine Ahnung, wo Kruven bestattet wurde. Daher versuchen sie, mit dem Geist eines seiner verstorbenen Kameraden, Ballast Missandei, in Kontakt zu treten. Sie wissen, dass Missandei in Neverdeath begraben wurde, wissen jedoch nicht, wo genau. Aus diesem Grund beschwören sie die Geister von jedem toten Händler, der eventuell etwas über ihn weiß, und fragen diese aus. Lasst uns dafür sorgen, dass die Toten in Frieden ruhen können. Und die Beschwörungsrituale der Kultisten unterbrochen werden. Alles klar. Okay. Annehmen. Machen wir noch den Grabtausch. Mhm. 3, 2, 1. Wir wissen immer noch nicht, was an dem Portal, wonach der Kult sucht, so wichtig ist. Aber ich denke, es ist in unserem eigenen Interesse zu verhindern, dass sie es finden. Um das zu schaffen, müssen wir sie davon abhalten, das Grab von Missandei hier in Neverdeath zu finden. Die Kultisten befragen jeden Geist, der möglicherweise etwas über sein Grab weiß. Missandei war in Neverwinter hoch angesehen. Und es haben viele Leute an seiner Bestattung teilgenommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Kultisten etwas von einem der Geister erfahren.
Hätte die Zauberpest hier nicht eine so große Verwüstung angerichtet, hätten sie ihn sicherlich bereits gefunden. Meine Kontakte in Protectors Enclave haben mir eine Liste der engsten Gefährten Missanders, die ebenfalls hier beigesetzt wurden, zukommen lassen. Nehmt diese falschen Namensplaketten und tauscht sie gegen jene, die an den Gräbern der Gefährten Missanders zu finden sind. Das sollte uns ein wenig Zeit verschaffen, uns eine langfristigere Lösung des Problems auszudenken. Okay. Das war eine Grabfälschung oder was? Ja. Das hat eben Enclave gesagt. Oh, Sollten wir vorhin jetzt aber nochmal Chatraxis annehmen? Ach so. Ja, können wir machen. Dass wir den auf jeden Fall nochmal haben. Falls er nochmal kommt, ja. Dafür so, das muss aber nicht nochmal erzählen. Dankeschön, das kennen wir schon. Sache streiten. Ja, die Kultisten in Neverdeath haben es geschafft. Ja, schade. Warte. Ein Übellaut. So, das können wir schließen. So, ich möchte aber nicht den Pfad ebnen jetzt, sondern... Lancelords. Wir machen mal das. Na, was machen wir denn? Die Geschichte von Toten habe ich jetzt mal aktiviert. Okay, warte, aktiviere ich auch. Achso, ich muss erstmal aufsteigen. Ich bin ja Level Up. Ich bin ja Level Up. Jetzt ist er auch noch wieder aufgestiegen. Schön. Der spielt doch heimlich. Schön. Ist doch wohl nicht wahr. Oh, ein Teaser. Ein Teaser. Der sieht aber cool aus. Oh, schön. Ein Tiger. Ein Bär. Das sind harte Arbeitsbedingungen für einen Gelehrten. So viele Tiere. Oh. Lizzie ist im Zoo. Ja, nein, im Himmel. Ach so. Bei so vielen Tieren. So, da geht's lang. Krass. Moment, ich habe aus Versehen dem in die Luft Tiger geschlagen. Dem Tiger hinterher. Da war gerade eine Fliege. Ah ja. Mann, jetzt habe ich wegen dir diesen Ohrwurm. Bei dir kriege ich immer hier Girl from Ipanema Ohrwürmer. Wir fahren Fahrstuhl. La 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 la. Das war schon bei Borderlands so. Bei Resident Evil. Ja. Da sind wir auch sehr viel Fahrstuhl gefahren bei Resident Evil. Das gehört sich so. Hier kommen, wir stehen im Weg, die Knolle. Die müssen sterben. Ach, lass sie doch. Die müssen sterben. Sie haben sich mir in den Weg gestellt und das werden sie noch wollen. Wollen doch auch nur leben. Nee, jetzt nicht mehr. So. Die wollen auch jetzt immer noch leben. Jetzt können sie es aber nicht mehr. Ja. Ui. Wer seid ihr denn? Was, wer bist du denn? Geld. Hm? Geld. Hä? Was sollen wir jetzt hier? Ritual unterbrechen und oder Beschwörungskreise zerstören. Ach so, okay. Genau. Was? Hat der eben gerade das F-Wort gesagt? Euch? Was? Welches? Naja, euch? Ach so. Fuck you. Auf Englisch klingt das nicht ganz so schlimm. Kann mir nicht vorstellen. Na, glaube ich auch nicht. Aber das klang eben so. Oh, mein Inventar ist vollständig belegt. Nein! Ach, da kannst du mal sehen, wie es mir immer geht. Ah, warte mal. Das war aber auch kein... Das sind Rituale! Wir müssen die Rituale... Schnell! Warte! Wir müssen die Rituale unterbrechen, bevor die zu Ende sind. Doch! Grüner Drachenzahn, stirb! Jungs! Ganz ruhig. Raus aus den roten Kreisen! Das hat sogar gezählt. Autschen. Ach, Dogmeat hat da noch welche. Dogmeat, lass sie da in Ruhe. Ach, da kann man und dann nochmal. Okay, man kann auch noch den Beschwörungskreis dann auch noch kaputt machen. 2 von 6 habe ich jetzt. Sehr gut. Da hinten ist der nächste Beschwörungskreis. Bist du bereit? Ich bin voll bereit. Gut, dann los. Der lacht. Der lacht? Einer der Gegner gerade. Hä? Auch er macht schon wieder, ist er nicht wahr? Ja, natürlich. Ey, das mit dem Anführer nimm aber zurück, ne? Ich will ja gleichberechtigt sein.
So. Ich will mal auf R nachladen. Warte mal kurz. Ja, bitte, ja. Lizzie, bitte warte doch mal kurz. Oh, hier ist ein belebendes Langschwert. Soll ich das nehmen? Wenn du das brauchen kannst. Nein, Quatsch, das ist doch da für dich. Ach so. Das mit dem Loot könnten wir vielleicht sogar beibehalten. Dass, Nee, ich hab's doch wieder umgestellt. Nee, ist doch wieder umgestellt. Ach so, hast du schon wieder umgestellt. Ach so, ja. Dann nehme ich's, okay. Kritischer Erfolg, 125 Punkte. Kritischer? Kritischer. Bitte warten Sie. Hold the line. Genau. Ihre Verbindung wird gehalten. La 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 la. Du bist in der Warteschleife. La 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 la. Hold the line. Ach so, kann ich. Ach, warte mal, komm, das ist lustiger. Ich fahre so lange ein paar Runden. Ja, mach das. Ich bin sofort fertig. Geil. So, ich habe wieder ein bisschen Platz. Vollgeschleimt. Das klingt so, als wenn meine Schnecke Vergaserprobleme hätte oder so. Ja, ein bisschen. Was, heldenhafte Gegner? Achso. Achso, der ist tot. Okay. 10 plus Teilnehmer. Ja, aber erst in 11 Minuten. Ach komm. Ja, eben. Das kratzt nicht. Das können wir dann irgendwann mal wieder mitnehmen. Ja. Ah, ich häng fest. Hilfe. Ich bin fixiert. Aua. Machst du den kaputt gerade? Ja, ich mach ihn kaputt. Hey, fertig. Sehr gut. Dann könnten wir ja fast mal überlegen. Also erstmal gehen wir auf gleich mal verkaufen. Ach, wir können vorher noch den Grabtausch auch noch machen. Achso, warte, markiere ich mal eben. Das ist auch hier. Oh ja, das ist auch hier. Grabtausch, okay. Bei der Macht von Grayskull. Ah, oh, ich habe die Macht. So, ich tausche eine Grabmarkierung. Ach das? Wobei ich ja She-Ra nicht ganz so gut gefunden habe. So, zählt das für dich auch? Hast du jetzt auch einen von fünf? Ich mache jetzt auch gerade hier eine. Ich weiß es nicht. Hast du dann zwei von fünf? Ich habe jetzt einen von fünf. Ich glaube, das müssen wir wieder einzeln machen. Okay, aber es geht am selben nochmal, ja? Das ist natürlich sehr gut. Im Ernst? Hä, was macht er denn da? So. Jetzt habe ich zwei von fünf, okay. Ja, warte, mache ich das jetzt auch? Dann tauschen wir die doppelt aus. Du tauschst sie das richtig aus, ich tausche sie wieder zurück. Ja, genau. Und dann alle sind verwirrt. Keiner weiß, wer liegt. Jetzt habe ich He-Man. He-Man. And the Star Sheriff. Was? Nein, das ist Saber Rider. Verdammt. Ja, Saber Rider war super. Oh, geil. Das liebe ich. Ich habe die DVDs davon. Was? Ich habe nur Brave Star auf. Du hast Brave Star. Brave Star fand ich auch okay, aber Saber Rider fand ich besser. Saber Rider war das Beste. Das war so geil. Ich hab's geliebt. Ja. Oder ist immer noch geil, sag ich so. Ne? Wow. Ah, also, Jungs, lass mich hier raus. Ich will kein Sandwich. Bitte respektiert das, liebe Gegner, wenn die Frau sagt, sie möchte kein Sandwich. Außer ja. Essen vielleicht. Oh, kein Sandwich. Oh ja, dann hätte ich jetzt auch Bonbon. Oh, hör doch auf, von Essen zu reden, Lilly. Ich hab doch nur Käse-Sandwich gesagt. Mehr ja, du darfst nichts von Essen erwähnen. Ach, hast du gewonnen? Ja. Dafür mache ich das Gewölbepaket jetzt. Mach das. Tada! Vergiss die Grabstätten nicht, da sind zwei hier. Oh, meine ganzen. Boah, klein hier Moors. Ja, ich nehme aber erstmal das und Geld. Da ist Nummer 5, alles klar. Und ein Heiltrank. So, Grabmarkierung. Ist dahinter ein Safe? Okay. Das war 3 von 5. Und da ist noch eine. So. 4 von 5. Und da sind noch welche. Okay. Was? Ich kriege gerade Essen angeboten. Oh, fertig. Echt voll lieb, ne? Total. Kriege auch Essen angeboten.
Warum Nein. bietet mir keiner Essen an? Ja. So, wir können meinetwegen... können wir. Ja, wir gehen jetzt zurück. Zurück? Zurück. Und dann würde ich sagen, genau, wir beenden die Folge, sobald wir zurück sind. Und dann reisen wir mal in die Enclave. Enclave. Was? Nee, du ziehst schon ja die ganzen Leute mit. Achso, ja, fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter. Los, Fahr Schnecke. Fahr schneller. Dann können wir mal unter anderem Monte Albans Geschenk annehmen und mal Sachen identifizieren und Taschen aufräumen und die Bank benutzen und pipapo. Boah, das klingt so nach Real Life. Wer will das denn? Das habe ich schon zu Genüge. Aber erstmal geben wir die Quests ab. Die Quests. Vielleicht hast du dann auch Level ab. Die Quests. Sehr, sehr schön. Das wird ja immer so gerne so unterschiedlich, ne? Der Quest, die Quest, warte, das die Quest. Quest. So, ich stehe bei Frau Windel. Ich auch. Okay, 3, 2, 1. Wir müssen die Geschehnisse in der Handwerkersruhe beenden. Machen wir. Geschichten der Toten. 1, 2, 3. Genau. Ausgezeichnet. Danke. Das sollte Ihre Suche erheblich behindern. Okay, Quest abschließen. Sehr gut. So, oh, dann der Grabtausch. Stufe 29. Sehr gut. Grabtausch? Grabtausch. Das wird sie hoffentlich ein wenig aufhalten. Wir müssen herausfinden, warum Türen und dieses Portal dem Kult so wichtig sind. Quest abschließen. Ja. Können wir gleich noch den Bericht der Hafner annehmen? Der Kult des Drachen, ja. Genau, 3, 2, 1. Ach, da sagt sie nichts zu, ne? Ja. Überliefert Windels Bericht an Hafnerin Bovard. Also, ja, machen wir das. Mhm. So, haben wir, warte mal, wo kann man jetzt hier reisen? Der Hafner sollte zu allem bereit sein. Hä? Bei mir hat sie eben noch was gesagt, aber irgendwie, naja, gut, okay, egal. Ja. Haben wir noch so eine Reiserolle? Nee, die haben wir, glaube ich, benutzt, um aus diesem... Haben wir alle benutzt? Ich glaube, um aus diesem Ding rauszukommen. Haben wir sonst keine mehr? Es ist doch gar nicht so weit, oder? Ja, ich weiß halt gerade nicht, wo der, Was sagt denn die Map? Wo der Dings ist. Es ist doch hier. Nein, ich will nicht die Quest abgeben, ich will ja zurück nach Dings. Nach hier, Protectors Enclave. Ja, genau. Ja, okay, das da ist doch hier. Irgendwie. Ja, hier. Hier bei mir. Hier. Ich habe doch mir eben gerade ein Dings gesetzt. Warum tunst das nicht? Hast du falsch gemacht. Ah, oh, toll. Reibst du mir noch unter die Nase. Oh, ja, ein Panther. Ein Panda. Ein Panther. Ein Panda. Panther. Ein Panda. Kein Panther. Oder wie heißen die schwarz-weißen Dinger? Ja, genau. Alte Filme heißen die. Oder menschliches Denken. Ja, das kann auch sehr gut sein. So, mit dem Blick auf Hazi aus Finnland beenden wir die Folge, sobald die Lisi da ist. Hazi aus Finnland? Ja, steht hier vor mir. Oh, schöne Grüße nach Finnland. Dann danken wir euch fürs Zusehen. Wir hoffen, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Neverwinter mit der Lisi. Macht's gut. Tschüsschen. Alles Liebe. Tschüss.